1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen, Domian. Willkommen zu unserer Dienstagnacht-Ausgabe. Und wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ganz egal, über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 51 oder Faxnummer 0800 220 50 51. So, erste Anruferin heute Nacht ist Melanie. Und Melanie ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Oh, guten Morgen, Jürgen. Hallo. Hallo, Melanie. Dein Thema. Ja, also ich rufe an, inspiriert von den Zahnarztmuffeln gestern mit einer Sendung. Ja. Die Männer, die sich nie die Zähne putzen und schon jahrelang nicht beim Zahnarzt waren. Ja, das war grauselig. Und ich wollte erzählen, dass ich genau das Gegenteil von diesen Männern bin. Also ich liebe es, mit meine Zähne zu putzen. Ja. Ich liebe es, mein Zahnfleisch berührt wird. Und ich finde es sogar teilweise ziemlich erotisch. Ach. An bestimmten Stellen. An welchen Stellen? Allem am Gaumen. Am Gaumen? Ja, das. Also wenn man dich mit der, wenn du mit der eigenen Zahnbürste an den Gaumen gehst, dann erotisiert dich das? Nicht mit der Zahnbürste, aber mit der Zunge oder mit den Fingern. Ja, also ja, gut, mit der Zunge, das haben wir. Wie bitte? Ich meinte die Stelle hinter den Vorderzähnen. Ach, die Stelle hinter den Vorderzähnen. Mhm, genau. Da, wo man immer mit der Zunge so gegenstößt. Ja, aber ein bisschen höher halt. Ein bisschen höher noch, höher, ja. Höher im Gaumen, wo man die Zunge nicht automatisch eigentlich hinlegt. Ja. Wobei, ich überlege gerade, das finden wir doch eigentlich alle erotisch, dort mit einer fremden Zunge vielleicht berührt zu werden oder so. Ich meine aber schon also ziemlich hoch im Gaumen, wo normalerweise die Zunge des Partners nicht hinkommt. Ach so. Außer eine sehr lange Zunge. Also fangen wir vorne an. Ja. Es geht erstmal bei dir sehr um Zahn- und Mundhygiene. Das heißt, da bist du sehr stark organisiert und sehr interessiert dran. Also morgens putze ich ganz normal ein paar Minuten, aber abends können das schon so 20, 30 Minuten sein. 20, 30 Minuten? Ja. Putzt du dir die Zähne? Ja, ich finde das entspannend. Ich habe auch verschiedene Zahnbürsten und verschiedene Zahnpasten. Also Melanie, ich habe hier nur auch einen Zahnputztick. Ja. Und ich glaube, dass ich da ganz gut informiert bin. 20 Minuten Zähneputzen ist nicht gut für die Zähne, ist nicht gut für den Zahnschmelz. Ich nehme aber auch nur die guten Zahnpasten, die von Ökotest empfohlen wurden, also nicht mit bösen Schadstoffen, dennoch, Alkohol und so weiter. Dennoch, 20 Minuten schrubben bleibt irgendwann nichts mehr übrig von den Zähnen. Doch, ich habe sehr gute Zähne. Ich habe keine einzige Blombe, ich habe keine Zahnfleischentzündung. Aha. Und das mache ich jetzt schon so gut 5 Jahre lang. Ja. Also zweimal am Tag, nicht unbedingt nach jedem Essen. Nein. Ja. Das nicht, aber halt abends die lange Prozedur. Ja. Dass die Zähne halt grundgereinigt werden. Ja. Ich muss dir sagen, dass wenn ich die Möglichkeit habe, putze ich mir immer nach jedem Essen die Zähne. Ja, aber es geht aber in meinem Beruf nicht. Ich kann nicht dauernd zur Toilette rennen und meine Zähne putzen. Ist klar, man kann das nicht immer machen, aber wenn die Möglichkeit da ist, dann mache ich das. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite im Hotel an der Rezeption. Ah ja. Ja, da muss man natürlich wirklich auch tolle, es ist schön, wenn man tolle Zähne hat und einen gepflegten Mund hat und so weiter. Erzähl noch ein bisschen, also zweimal am Tag, beim zweiten Mal sehr lange, wie ich finde, extrem lang. Und auch so mit diesen Beiwerken wie dieser Mundbürste, Zungenbürste für die Zunge, um die genau. zu reinigen. Genau, das wissen übrigens auch ganz viele Leute nicht, dass Mundgeruch oftmals durch Zungenbelag entsteht. Ne? Muss man ja mal auch mal so und offen durchkommen. Und wenn man abends ganz lange putzt und ausführlich putzt, kann man morgens auch keinen Mundgeruch, wenn man aufsteht. Ja, siehst du. Da kann man morgens sofort den Partner küssen. was ist mit Zahnseide? Nimmst du die? Ja, auch jeden Abend. Dann Munddusche. Munddusche einmal beim Zahnarzt, aber das war dann ziemlich peinlich, weil ich so empfindlich darauf reagiert habe. Ich musste die ganze Zeit kichern an meinem Zahnarzt. Ah ja. Das könnte dann ja bei dir, so wie du gestrickt bist, wie du es gerade erzählt hast, schon so ein bisschen ins Erotische dann gehen. Ja, ne? Das fand der Zahnarzt auch ein bisschen komisch, dass ich so ganz laut lachen musste. Ja, und wenn das noch ein netter Zahnarzt ist. Und da habe ich auch zu Hause keine, weil es so ein bisschen zu intensiv wäre. Ja. Wie ist es mit diesen kleinen Bürstchen, wo man auch zwischen die Zähne? Die kenne ich auch, die Zahnzwischenräume. Ja. Aber meine Zähne stehen teilweise so eng, da komme ich kaum mit der Zahnseite dazwischen. Was natürlich ein sehr gutes Zeichen ist. Ja, daher passt auch kein bisschen dazwischen. Wie ist es so mit Mundwasser und Gurgeln und sowas? Machst du das auch? Manchmal.
aber meistens nicht, weil das dann im Mund so austrocknet, weil meistens Alkohol enthalten ist in dem Mundwasser. Ja. Und daher eigentlich nach dem ausführlichen Putzen brauche ich kein Mundwasser mehr. Ja, so, das ist jetzt so der ganze Hygienebereich gewesen. Es geht dann ins Erotische rein. Und das heißt, auch ins Erotische, aber hauptsächlich ins Autoerotische. Ach so. Da ich das bisher als einem einzigen Partner erzählt habe. Ich bin, ich bin der zweite Mann, dem du das erzählst. Ja, eigentlich schon. Das ehrt mich ja ausgesprochen. Wie hat denn der erste Mann darauf reagiert, als du gesagt hast, hey, wenn du mit deiner Zunge da oben an meinen Gaumen an der Stelle gehst, gehe ich ab wie eine Rakete oder so ähnlich, wie immer du. Also der fand das interessant und auch natürlich erotisch, dass mich das so antört, was mich da berührt. Er meinte, er hat das auch noch nie erlebt bei einer Frau, aber hat mir schon gefallen. Ja, ich muss sagen, ich finde das auch interessant. Ich finde das süß, ich finde es interessant und durchaus. Also wenn mir das jemand erzählen würde, wäre ich sehr interessiert. Ja, ist auch ein bisschen peinlich, finde ich, sowas zu erzählen, nö, oder? Also es gibt ja nun schlimmere Dinge, auf die man so abfährt als... Ja, natürlich, aber das handelt eigentlich kein erotischer Bereich des Körpers, Zahnfleisch oder Zunge oder Gaumen oder so. Naja, doch, ja? Die Zunge, ja doch, und wie? Ja, die Zunge schon, klar, aber Zahnfleisch und Gaumen? Jetzt hast du gerade gesagt, autoerotisch, da werden vielleicht einige Leute gar nicht verstehen, was meinst du damit? Meinst du dann Automobil mit oder so? Nein, du meinst selbst erotisieren, ne? Das macht dich also selbst scharf. Die Stelle kann ich ja ständig selbst berühren zwischendurch und mir dann einen Kick geben. Ja. Wie oft berührst du diese Stelle? Wenn du an der Hotelrezeption stehst zum Beispiel? Nein, da nicht. Da muss ich schon eine Ruhe, meine Ruhe haben. Also ganz im Ernst jetzt, hat das dann direkt auch was Sexuelles oder ist es einfach nur so ein schönes Gefühl, was man sich so gönnt? Nein, mal so zwischendurch? Ich würde schon sagen, dass mein Gaumen empfindlicher ist als zum Beispiel meine Klitoris. Na, das ist ja sehr spektakulär. Ich kann die Berührung da kaum aushalten, auch meine eigenen Berührungen an dieser Stelle. Das ist ja unglaublich, ist das. Wirklich, ich habe auch ganz selten gehört, sogar wenn ich bei dir in der Sendung, obwohl ich ganz oft bei der Sendung höre. Sag mal, Melanie, jetzt muss ich ganz indiskret fragen. Ganz indiskret fragen. Dann müsste dir doch eigentlich der Oralverkehr mit Männern auch sehr viel Spaß machen. Ja, aber die kommen ja nicht direkt an den Gaumen. Aber das könntest du doch so drehen und wenden, das Ganze, dass es dann so passiert. Also es macht mir schon Spaß, aber jetzt wegen anderen Gründen, nicht unbedingt wegen der Gaumenstimulation. Der Mann, dem du das erzählt hast, hat mit dem bin ich nicht mehr zusammen. Nee, ist ja egal. Ich wollte nur wissen, ob er, nachdem du ihm das berichtet hast, nachdem du das offenbart hast, hat er sich dann intensiver um deinen Mund gekümmert? Ja, nachdem er das dann gemerkt hat, dass ich darauf so stehe, hat er das dann schon öfter gemacht. Und war das dann so bisher deine eigentlich interessanteste und schönste Sexualität, die du erlebt hast, aufgrund dessen, dass er das eben wusste? Das war schon sehr schön. Ja. Obwohl ich jetzt durch die Berührung dort nicht zum Orgasmus komme, aber es löst Kontraktionen aus. Ja, jetzt geht die Leitung gerade, glaube ich, baden. Es klingt ganz verschwommen. Ich habe das auch so verstanden, dass es eine optimale Ergänzung ist zu der Klitoris. Also eine Doppelfunktion quasi. Aber schon im Zimmer. Ja. Ich glaube, wir müssen aufhören, Melanie. Die Leitung ist gleich weggebrochen. Aber wir haben das Interessanteste ausgetauscht. Okay. Ich wünsche dir alles Gute und wünsche dir einen Mann, der sich damit intensiv beschäftigt, mal mit deinem Mund. Und ich finde es gar nicht schlimm, wenn man das erzählt. Das finde ich okay, also wirklich. Okay, dann sag ich dir nächsten Mal. Alles Liebe. Einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Telefonnummer 0800 220 5050. So könnt ihr mich erreichen, kostenfrei, hier im Radio bei uns live und im WDR-Fernsehen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über was auch immer. Inge, 69 Jahre alt, guten Morgen. Hi, Domian. Hallo, Inge. Ich grüße dich. Ein ganz trauriges Thema, entschuldige bitte. Um was geht es denn, Inge? Ich habe vor eineinhalb Jahren einen wunderbaren Mann kennengelernt, auf eine wunderbare Art und Weise. Ich muss mich erst mal fassen. Ja. Inge, ich habe jetzt gerade den Anfang gar nicht richtig verstanden. Vor anderthalb Jahren? Einen wunderbaren Mann kennengelernt, auf eine wunderbare Art und Weise. Ja. Er war immer für mich da. Ich bin sehr viel krank. Ja. Wie alt ist der Mann oder war der Mann? Der war 62 und war noch verheiratet und hat in Scheidung gelebt.
Und du warst zu der Zeit, warst du frei, warst du solo? Ja, ja. Ich bin schon 20 Jahre alleine. Mhm. Wie hast du ihn kennengelernt? Und den habe ich, ich war tanzen in Werben. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, im Spreewald. Nö. Und da hat er mir einen Zettel hinter die Autoscheibe gesteckt und hat geschrieben, wie hat er denn geschrieben, dass er sich nicht traut, werte Unbekannte, ich traue mich nicht, sie anzusprechen, ich bin ein schlechter Tänzer und meine Telefonnummer und so weiter. Achso, da hatte er dich schon beobachtet? Der hat mich beobachtet, und, ich ihm aber nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Und so seid ihr dann in Kontakt gekommen, nachdem ihr... So sind wir in Kontakt gekommen. So, und als ich um 23:30 nachts nach Hause fahren wollte, hat der Zettel eben in die Scheibe gesteckt. Ja. Und da habe ich ihn angerufen, unterwegs schon, weil ein Autounfall war, da musste ich 1,5 Stunden warten, konnte nicht weiterfahren. Und da habe ich über Handy angerufen und da hat er geschrieben, nach 4-mal Klingeln springt der Anrufbeantworter an. Und er ruft mich zurück. Und das war am Samstag und am Sonntag hat er mich dann Mittag zurückgerufen und da haben wir uns bei uns im Ort getroffen und da hat es gleich zwischen uns Klick gemacht. Und das war vor 1,5 Jahren? Vor 1,5 Jahren. Und ihr seid dann auch in näheren Kontakt gekommen? Ja. Also ist es eine Beziehung, eine Freundschaft entstanden? Ja. Eine Beziehung, kann man sagen? Ja, ja. Eine Beziehung. Er hat alles für mich getan, wie gesagt, ich habe ihm angerufen nachts um 2 und habe gesagt, komm her, ich habe eine Nierenkolik, fahr mich bitte ins Krankenhaus. Mhm. Und da hat er mich nach Luckau ins Krankenhaus gefahren, ja, und hat mich jeden Tag dort besucht, 5-6 Stunden lang, hat aber mir das Beste vom Besten mitgebracht und. Jetzt bist du aber so unermesslich traurig, habe ich gerade gehört am Anfang des Gesprächs. Was ist denn passiert, Inge? Bitte? Ich sag, du wirkst jetzt so sehr traurig. Ja, ich bin auch traurig. Was ist denn passiert? Es ist viel passiert, Domian. Ich habe immer gesagt, wann ist denn deine Scheidung? Und er hat immer zu mir gesagt, ich habe noch nichts bekommen, ich habe noch nichts bekommen. Mhm. Und ich habe es immer geglaubt. Und dann ist er mal eine ganze Woche bei mir gewesen. Und dann habe ich gesagt, und er hat eine Datsche im Garten in Lichtenau. Das ist auch in der Ecke vom Spreewald. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du musst doch mal rüberfahren, deine Blumen gießen. Ich kann nicht mitkommen, ich muss auf Physio. Ich muss an der Hüfte operiert werden. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich muss auf Physio. Da hat er gesagt, schade, dass du nicht mitkommen kannst. Da hat er mich so herzlich abgedrückt, ganz herzlich abgedrückt und hat gewunken aus dem Auto raus, bis er mich nicht mehr gesehen hat. Und das kam mir schon also komisch vor und die Tränen kullerten. Ist denn dann irgendetwas Schlimmes passiert? Ja, ganz was Schlimmes. Was ist passiert? Und er kam erst Donnerstag von mir weg und kam Freitag nicht wieder, wollte Freitag kommen. Ja. Er kam Freitag nicht wieder, er kam Samstag nicht wieder und dann habe ich die Nachbarin angerufen. Da ist so ein Funkloch drin und das sind die Einzigen, die ein bisschen Verbindung in einer Ecke haben. Mhm. Und da hat die zu mir gesagt, ich sage, geh doch mal rüber und gucke mal, wo er bleibt. Und da dachte ich, ich kann dir das nicht sagen. Ich sage, was kannst du mir denn nicht sagen? Es war Schlimmes passiert. Ich sah, was ist denn? Ist er krank? Ach, viel schlimmer. Hat er sich aufgehängt? Viel schlimmer. Ich sah, sag mir jetzt, was passiert ist. Ich kann es nicht mehr aushalten. Und dann sagt sie auf einmal, er hat seine Frau und den Lebensgefährten umgebracht. Mit einem Messer erstochen. So, mir nicht. Die Frau und den Lebensgefährten. Und er ist jetzt im Gefängnis? Hast du? Gott, was ist das denn jetzt? Inge, wann ist das passiert? Vor 6 Wochen. Ich habe schon 4-mal besucht und ich darf über dieses Thema nicht mit ihm sprechen, weil er in U-Haft sitzt. Was hast du denn für einen Eindruck von ihm, wenn du bei ihm, du sitzt ihm wirklich... Ja, er war die erste Zeit, hat er zu mir gesagt, Inge, komm nicht mehr wieder, ich komme hier nicht mehr raus. Und da habe ich gesagt, das kannst du mir nicht verbieten. Und da bin ich wieder hin. Und dann hat er gesagt, ich brauche nicht so sehr. Ich habe das alles nicht gewollt. So, Inge, jetzt muss ich dich mal was ganz, ganz Ernstes fragen. Du bist jetzt sehr traurig und sehr verzweifelt. Nur hat aber dieser Mann auch etwas ganz Schlimmes getan. Ja. Du kennst ihn 1,5 Jahre. Du hättest ihm nie im Leben so etwas zugetraut. Nein. Hat er denn in diesen 1,5 Jahren sehr schlecht und sehr schlimm über die Frau gesprochen? Nein, eben nicht. Was ist denn deine Vermutung,
warum er das gemacht hat. Hat er sich so gekränkt gefühlt von der Frau? Ja. Ihr Rechtsanwalt hat nur gefordert, einmal 2.000 Euro, einmal 5.000 Euro, einmal 13.000 Euro und Unterhalt. Mhm. Mhm. Und da hat er, ich denke mal, der hat abgedreht, total abgedreht. Ja. Er hat sich ja selber der Polizei gestellt. Mhm. Er hat sich der Polizei gestellt und hat gesagt, ich habe meine Frau ermordet. Dein Kummer, deine Verzweiflung, die ich ja jetzt höre, die wir alle hören, liegt das in erster Linie daran, dass der Mann etwas ganz Schlimmes gemacht hat? Oder liegt es auch daran, dass du ihn jetzt verloren hast? Es liegt daran, dass er ganz was Schlimmes gemacht hat, in erster Linie. Mhm. Aber in zweiter Linie auch, dass ich ihn verloren habe. Gibt es denn bei dir auch... Das kam bei mir gerade so ein bisschen hoch. Wenn ich mir vorstelle, ihr beide hattet euch ja jetzt gefunden. Ja. Kann man so sagen. Hast du nicht auch ein bisschen Wut auf ihn, dass er dein Leben kaputt gemacht? Er hat sein Leben... Einerseits ja, aber auf der anderen Seite habe ich ihn noch ganz doll lieb und ich möchte ihn noch nicht verlieren. Mhm. Der hat alles für mich getan. Der hat alles für mich getan. Wenn ich mir meinen Rücken gehalten habe beim Staubsaugen, er hat da gesagt, gib her den Staubsauger, ich mache weiter. Aber Inge, es war nur ein Teil von seinem Ich. Ein anderes Teil hat ganz anders gedacht und hat irgendetwas in sich in aller Stille vorbereitet, was zur Folge hat, dass er euer Leben auch zerstört, eure Zukunft zerstört hat. Genau. Und da finde ich, hättest du schon auch eine Veranlassung und auch ein Recht dazu, stinksauer zu sein. Abgesehen davon, dass er zwei Menschen umgebracht hat, worüber man ja gar nicht mehr diskutieren muss, was für eine entsetzliche Tat das ist. Ja. Aber... Für dich bricht natürlich eine Welt zusammen, weil du auch wahrscheinlich deine Zukunft mit ihm gesehen hast. Ich war 20 Jahre alleine, Domian. Ja, ich verstehe. Ich war 20 Jahre alleine und hab den Mann gefunden, und dann wo ich gedacht habe, das ist er. Ja, und dann diese kolossale Enttäuschung jetzt. Genau. Es ist ja eine Enttäuschung. Genau. Ja. Ihr dürft nicht über die Tat sprechen, wenn du ihn besuchst. Nein, überhaupt nicht. Ist er denn, wenn du mit weil ihm... Weil er in Urhaft noch ist. Mhm. Wenn ihr redet... hast du den Eindruck, dass er verstört ist? Er weint immer zu. Er weint. Mhm. Er weint immer zu und sagt immer, ich habe das nicht gewollt. Mhm. Du weißt über den Tathergang, was Kripo genau ist? Die Kripo war auch bei mir und hat gesagt, er hat sich ja selber gestellt und hat gesagt, er war vollkommen durcheinander. Mhm. Weißt du, wie der Tathergang genau passiert ist? Nee. Ich habe es nur aus Zeitungen gelesen. Mhm. Wird dir denn, du hast diesen Mann sehr lieb gehabt, zumindest, oder irgendwie immer noch. Ja. Wird dir denn irgendwie denn nicht auch Angst und Bange, wenn da so etwas in dem steckt, dass er zwei Menschen absticht? Ja. Mir wird es Angst und Bange. Mhm. Mhm. Sag ich dir offen und ehrlich. Mhm. Mir wird es Angst und Bange. Hast du jemanden, mit dem du richtig reden kannst? Nein. Bei dem du weinen kannst? Nein. Das ist auch meine Enkelkinder halten sehr zu ihm. Die wollten ihn auch besuchen, aber die haben ihn alle lieb gehabt und gern gehabt, weil er ein herzensguter Mensch war. Ich verstehe das alles nicht. Aber er war eben auch nicht nur ein herzensguter Mensch. Er ist auch ein Mörder. Ja. Das musst du dir auch immer wieder vor Augen halten. Das wird dir nicht. Ob ich denn überhaupt noch hoffen kann, dass er wieder rauskommt? Das glaube ich, kann ich nicht beurteilen. Das glaube ich fast nicht, aber das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie die Beurteilungen sind und ob er zurechnungsfähig war. Ich weiß es nicht, das kann ich ja nun überhaupt gar nicht sagen. Domian, der hat mich finanziell unterstützt. Der hat wirklich alles für mich getan. Mhm. Und ich verstehe das Ganze nicht mehr. Mhm. Ich war schon so weit. Ich wollte schon Tabletten nehmen. Mhm. Nein, so weit darf es jetzt nicht kommen, Inge. Es ist schon etwas sehr Schlimmes passiert. Es sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt darfst du dir nicht auch noch das Leben nehmen. Wegen diesem Mann. Das darf nicht passieren. Das darf wirklich nicht passieren. Weißt du, das ist so verständlich, dass für dich jetzt eine ganze Welt zusammengebrochen ist und alle Hoffnungen zerplatzt sind, die du hattest. Aber halte bitte auch die Tatsachen dir immer wieder vor Augen, was der Mann gemacht hat. Dass dieser Mann nicht nur rosig ist. Und bei allem Verständnis, was in ihm vorgegangen ist, das ist eine so schlimme Tat, die er zu verantworten hat, wo man schon so ein bisschen auf Distanz erstmal gehen sollte. Ich möchte dir Folgendes vorschlagen. Ich fände sehr gut, damit
du etwas stabiler wirst, dass du dir eine Hilfe suchst. Wo denn? Ja, und da würden wir dir gerne behilflich bei sein, jetzt gleich. Das heißt, mein Psychologe unterhält sich mit dir im Anschluss an dieses Gespräch mit mir, der Johannes. Ich fände es so wichtig, dass du jemanden hast, wo du einmal in der Woche hingehen kannst, wo du richtig reden und quatschen kannst und der dir so ein bisschen hilft. Wärst du dazu auch bereit? Ja. Ja. Liebe Inge, du legst bitte auf. Ja. Und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an. Ja. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dich ein wenig zumindest fängst und dass du ein bisschen auf die Beine kommst. Ja? Ich danke dir ganz herzlich. Alles Gute, Inge. Du und legst auf. Viele Grüße an dein Team. Das ist sehr lieb von dir. Du legst auf und wir rufen zurück. Ja, danke. Auf Wiederhören. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer. Sophia hat angerufen. Sophia ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Sophia, über was unterhalten wir beide uns? Über meine verloren gegangene Moral. Oh, das klingt ja dramatisch. Ich weiß nicht, ob das so dramatisch ist, aber... Wir werden es jetzt hören. Was ist denn genau geschehen? Also ich führe mehr als ein Doppelleben. Ich führe eigentlich ein, was ist die Steigerung von doppelt? Ein dreierlei Leben. Das heißt, ja. Ich habe ein bürgerliches Leben. Ich habe ein dominantes Leben und ein devotes Leben. So, ein bürgerliches Leben. Das heißt, du bist normal berufstätig? Genau. Darf ich fragen, was du machst? In welchem Bereich du arbeitest? Völlig unspektakulär im Einzelhandel. Im Einzelhandel. Mhm. Ganz normal alles. Ganz normal. Bist du auch in einer normalen Beziehung? Ja. Verheiratet? Ja. Kinder? Ja. Wie viel? Zwei. Zwei Kinder. Ein Mann, eine Verkäuferin, sage ich mal so, muss ja nicht genau stimmen. Ungefähr, ja. Ungefähr. Verheiratet, zwei Kinder. Ja. Kinder sind wie alt? Die sind 6 und 12. Ja. So, das ist das eine Leben. Dann hast du gesagt, da gibt es noch ein dominantes Leben. Ja. Was ist das? Das heißt, ich habe einen Mann kennengelernt, der devot ist, wo ich meine Neigung entdeckt habe, dominant zu sein. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber auch für mich erkannt, dass ich auch durchaus gerne mal selbst devot bin. Und hast einen dominanten Mann kennengelernt. Richtig. Das heißt, du führst noch neben deiner Ehe noch Beziehungen zu zwei anderen Männern. Richtig. Der eine ist dein Herr und Meister. Richtig. Der dir den Hintermann versohlt, mal salopp ausgedrückt. Ja. Und dem anderen bist du die Meisterin. Richtig. Und dem versohlst du den Hintern. Richtig. Wie oft gehst du zu diesen Männern? Es ist regelmäßig. Es ist, ich würde sagen, 1 bis 2 Mal die Woche. Ah ja. Mal so und mal so. Ja, ist viel. Der Mann, dein Ehemann, weiß von dem nichts? Nicht wirklich, nein. Was heißt nicht wirklich? Er wusste, dass ich einmal vor einiger Zeit einen Mann kennengelernt habe, wo ich auch durchaus bereit war, meine Ehe dafür aufzugeben. Mhm. Und aber mich dann halt anders entschieden hatte, ja. Aber dennoch davon nicht lassen konnte. Und das wusste der Mann? Und er hat das geduldet? Nein, das weiß er nicht, dass ich das nicht gelassen habe. Achso, aber diesenjenigen gibt es jetzt nicht mehr. Welchen? Von dem du nicht lassen kannst. Oder ist das einer von diesen beiden Männern, von denen du gerade gesprochen hast? Ich habe alle drei. Also den Ehemann, ja. Den Dominanten, ja. Und den Devoten. Ja. Ja. Spricht dein Ehemann dich mal auf eine eventuelle Vermutung an? Natürlich. Ja, und was sagst du dann? Ich leugne. Du leugnest. Mhm. Mhm. Wie lange bist du verheiratet eigentlich? Über 10 Jahre. Ja. Und diese Geschichte mit den beiden anderen Männern läuft wie lange? Die eine Geschichte über 1,5 Jahre. Ja. Und die andere jetzt über 1,5 Jahr. Wie ist der Sex mit deinem Mann in der Ehe? Nicht mehr wirklich. Liebst du deinen Mann noch? Das weiß ich auch nicht mehr. Schlimme Antwort, ne? Ja. Eigentlich, wenn man sagt, ich weiß es nicht mehr, dann... Heißt das eigentlich im Klartext? Nicht mehr. Nee. Mhm. Warum trennst du dich nicht von ihm? Es sind Umstände, die mich davon zurückhalten. Natürlich finanzielle Art. Ja. Die Kinder. Ja. Und auch ein Umstand, wo ich jetzt mal kurz einen Gruß an die Inge schicken möchte. Ich kann ihre Situation verstehen. Es ist nicht einfach, wenn man mit Gefängnis konfrontiert wird. Ich kenne diese Erfahrung leidvoll. Du sprichst jetzt in Rätseln.
Also mein Mann ist im offenen Strafvollzug. Ja. Daher auch, ja, wie soll ich sagen, teilweise mein Gefühl von Alleinsein, von Unruhe, von... Verstehe. Also irgendwelchen, also irgendwas, ich sage ja, meine Moral ist mir irgendwie abhanden gekommen. Ja. Das heißt, ich habe kaum noch ein Gefühl dafür, was richtig und was falsch ist. Fühlst du dich deinem Mann auch in irgendeiner Weise verantwortlich, dass du sagst, ich kann den gar nicht jetzt alleine lassen, ich muss dem zur Seite stehen, weil... Nein. Das nicht? Nein, ja. Er ist stark genug. Er ist stark genug. Mhm. Er würde das auch verkraften, wenn du sagst, nee, ich gehe jetzt. Ja. Ja. Hattest du früher schon mal ähnliche Neigungen in dir entdeckt und die aber unterdrückt? Ich habe vor 5 Jahren diese Neigung entdeckt. Mhm. Ich habe damals einen Mann kennengelernt, der mir gezeigt hat, dass es noch eine andere Welt gibt als, ich sag mal, sogenannten Blümchensex oder Vanilla-Sex. Ja. Und habe dann angefangen, mich natürlich zu informieren über das Internet, über Sendungen, Bücher und so weiter und so fort. Und habe halt dann entdeckt, dass ich ja eigentlich beide Seiten in mir habe und ich beide Seiten genieße. Ja. Und ich auch dadurch wahrscheinlich nicht mehr diese normale Beziehung mit meinem Mann führen kann. Ja. Weil wenn man einmal, ich sag mal, diese Welt entdeckt hat, die ja so ein bisschen außergewöhnlicher ist, ist es natürlich schwer, wieder so ganz völlig ins Normale, sag ich mal. Die Verbindung zu dem devoten Mann und die Verbindung zu dem dominanten Mann. Hat da irgendwas, spielt da Liebe mit rein? Oder ist das ein klares Sexverhältnis? Nein, das ist eigentlich auch mit Gefühl, ja. Also ein bisschen verliebt bist du auch in die in beiden beide. Männer. Mhm, ja. Die beiden Männer, wissen die von deiner Situation jeweils? Die wissen von meiner Situation, aber nicht voneinander. Ach so, es ist schon sehr verzwickt. Ja, und das ist auch mittlerweile, dass ich jetzt denke, ich müsste mal irgendwie klare Verhältnisse ja, machen. Ja, du hast ja da so ein richtiges Lügen-Spinnennetz um dich aufgebaut, ne? In dem du unter Umständen, wenn du Pech hast, selbst dich verstricken könntest. Richtig, ja. Das weiß ich. Ja. Also ich würde jetzt an allererster Stelle, deswegen habe ich da gerade auch so intensiv nachgefragt, also nachdenken an deiner Stelle, was ist mit dieser Ehe? Warum führe ich diese Ehe? Ist das in Ordnung? Auch wenn du sagst, es gibt gewisse Abhängigkeiten oder Bedenklichkeiten, sie nicht zu beenden. Aber es ist ja keine Ehe. Es ist keine Ehe, aber es ist, ich sag mal so, ich kenne diesen Mann schon seit meiner Jugend. Ich habe, es ist meine Jugendliebe, den ich also mir immer gewünscht habe und wo ich auch wirklich letztendlich gedacht habe, das ist das, was ich eigentlich will. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, okay, das ist es halt doch nicht. Und er ist aber halt absolut zuverlässig, loyal, was ich aber leider nicht mehr bin. Weißt du, Sophia, du willst alles auf einmal haben. Richtig. Ne? Und bist nicht bereit, dabei mit offenen Karten zu spielen. Nein. Und das ist mies. Richtig. Ich erkenne das. Ja, und du hast es ja selbst gesagt, meine Moral ist irgendwie... Ist irgendwie über den Wupper. Über und ich glaube ja immer, dass man, wenn man in so etwas reingeraten ist, dass man das gar nicht für die anderen tun sollte, da wieder rauskommen, sondern für sich selbst, um die Selbstachtung zu finden wieder. Ich sage aber mal so, ich habe also kein... ja, wie soll ich sagen, ich habe gar kein schlechtes Gewissen mehr. Das heißt, ich lebe mein Leben so. Ja, ich glaube, ein bisschen schon, das hättest du gar nicht angerufen hier. Irgendwo ist ein Druck schon da. Also ich sag mal so, ich habe ein kleines Ventil, das heißt, ich arbeite nebenbei noch auf einer 0190er-Line. Das auch noch, ja. Lieber und Himmel. Dann kann ich natürlich auch sehr viel Neigungen ausleben und sehr viel Druck ablassen. Wenn dein Mann das erfahren würde, was würde dann passieren? Er weiß, dass ich auf dieser 090... Nee, wenn er alles erfahren würde. Dann, denke ich mal, würde er letztendlich die Konsequenzen ziehen, die er eigentlich schon lange hätte ziehen müssen. Mhm. Du hast gerade gesagt, der hat tolle Eigenschaften, der ist loyal. Mhm. Ist es nicht erstrebenswert, dass man selbst auch loyal ist? Wenn man selbst dabei auf der Strecke bleibt, nicht unbedingt. Bleibt man dabei auf der Strecke, wenn man loyal ist? Wenn man loyal ist, aber ich sag mal so, ich bin in meiner Ehe, also ich sag mal so, mein Mann hat mich betrogen, als ich mit unserem zweiten Kind schwanger war. Mhm. Und ich lag mit einem dicken Bauch nachts im Bett und er kam nicht nach Hause. Mhm. Und ich habe gelitten so sehr, dass ich damals in Therapie gehen musste, dass ich also hyperventiliert habe mehrmals, dass der Notarzt kam und so weiter. Und ich bin in ein ganz tiefes Loch gefallen. Ja. Ich bin eigentlich kein Mensch, der in ein Loch fällt. Also ich bin eigentlich eine starke Persönlichkeit. Dieses ist aber kein Grund, dass du es genauso machst.
Nicht nach dem Motto, wie du mir so... Nein, es ist Rache, es ist ein fieser Gedanke, ich weiß das. Mhm. Ich erkenne meine Fehler durchaus. Ich erkenne meine Nachteile durchaus. Aber ich bin halt einfach im Moment, dass ich denke, ja, irgendwo muss ich jetzt auch mal versuchen, für mich mein Leben zu leben oder meine Neigungen auszuleben. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Ja. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Mhm. Aber in einem geordneten Umfeld, das heißt in klaren Verhältnissen, dann finde ich das völlig in Ordnung. So hat das, es hat immer was Mieses. Ja, stimmt. Ne? Mhm. So, das ist eigentlich die Ansage. Die Ansage ist, dass ich finde, wir beide, du hast mich angerufen und wolltest sicher meine Meinung hören. Ja, du, ist okay. Ja, dass ich dir das so sagen würde. Wenn wir beide uns jetzt privat treffen, würde ich es dir genauso sagen. Sophia, so bring eine klare Linie rein. Leb dein Leben und leb dich auch aus, wenn du das brauchst. Und die Sache mit den Kindern und so, das wird immer so vorgeschoben. Ich glaube, da findet man immer Regelungen. Und ich glaube, dass es für Kinder immer noch besser ist, nach einer Trennung mit den beiden Elternteilen zu verkehren, als in einer vermurksten und verlogenen Ehe. Ja, das ist richtig, ja. Mhm. Also ich sag mal so, ich habe schon einen klaren Blick dafür. Ich erkenne das durchaus. Ich erkenne meine Fehler, ich erkenne meine Nachteile, ich erkenne auch die Vorteile meines Mannes. So, und jetzt möchte ich, dass du daraus Konsequenzen ziehst. Und die Konsequenzen brauche ich dir gar nicht sagen. Ich habe es gerade schon angedeutet, das weißt du selbst. Da bist du clever genug zu, das habe ich schon gemerkt. Ja, die Konsequenz ist natürlich, mich zu trennen, aber was mache ich jetzt mit dem Devoten und dem Dominanten? Das kannst du weiter ausleben. Beide gleichzeitig? Ja. Ist das moralisch vertretbar? Ja, finde ich schon. Natürlich. Aber ohne, dass die beiden voneinander reden? Weißt du, das ist ja schon wieder noch ein anderes Spielfeld. Das ist keine Beziehung. Das ist irgend so eine Mischform eines Verhältnisses. Das ist ganz eigenartig. Ja, also hier hat erstmal die Präferenz, dass die Ehe geklärt wird. Mhm. Und das andere, finde ich, kann man schon irgendwie nebeneinander herlaufen lassen. Wenn die Verhältnisse jeweils sehr sich verengen und enger werden, dann geht es natürlich auch wieder nicht. Ich würde gerne in ein paar Monaten nochmal mit dir reden. Echt? Ja, würde ich gerne machen. Und dann möchte ich von der neuen Moral von Sophia was hören. Ich habe mich gut an dich erinnern, ganz sicher. Ja? Ja. Okay. Rufst du nochmal an, versuchst nochmal durchzukommen. Wenn du telefonisch nicht durchkommst, sage ich an alle anderen auch, mailt bitte. Wenn ihr mailt, dann geht das immer ganz einfach. domian@wdr.de. Okay? Okay. Alles Gute. Schauen wir mal. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1:32, 33 Sekunden. Jetzt möchte ich euch etwas ganz Besonderes zeigen. Und den Hörfunkhörern, denen werde ich das gleich beschreiben. Und dafür machen wir jetzt ein paar Takte Musik erstmal. So, meine Lieben, hier ist 1 auf Domian, Telefontalk im WDR-Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Und ich möchte euch, den Fernsehzuschauern, jetzt erst einmal, den Radiohörern erkläre ich es etwas später, ich möchte euch den kleinen Domian vorstellen. Ist das nicht sensationell? Liebe Radiozuhörer, ich habe, und das will ich euch, den Fernsehzuschauern, auch erzählen, von einem Fan dieser Sendung, der heißt Horst Becker aus Bad Ems, eine spektakuläre Figur bekommen, eine Puppe, eine Marionettenpuppe bekommen, die mich darstellen soll, die wirklich super schön gearbeitet ist, ich kann mir sogar die Hand geben, und die Figur hat sogar, wir können das schon mal zeigen, das T-Shirt an, was ich so gerne anziehe mit der weißen Margarete in der Mitte. So wie ich das jetzt aus dem Brief hier von dem Horst Becker höre, hat er ganz lange an dieser Figur, die wirklich professionell gearbeitet ist, man könnte wirklich in einem Puppenspiel damit arbeiten, hat er daran gefeilt und er hat ja ein Hemd genäht und eine Hose und so kleine Schuhe gekauft. Also ich bin völlig baff. Das Päckchen kam heute an und ich bedanke mich bei dem Horst Becker ganz, ganz herzlich. Das ist ein
super schönes Geschenk und das bekommt auch einen Ehrenplatz. Ja, und jetzt, vielleicht kann er mich ja ab und zu mal vertreten, wenn ich Urlaub habe oder so, dann kann der kleine Domian das machen. Jetzt muss der kleine Domian aber mal gehen, weil wir hier weitermachen müssen. Auf Wiedersehen. Horst Becker, vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Anrufer. Und der nächste Anrufer, der heißt Gerd. Und Gerd ist 46 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo Gerd. Siehst du uns im Fernsehen? Nee, ich höre dich. Ich bin leider nur auf Arbeit. Ah ja, okay, dann kannst du die Puppe gar nicht so beurteilen. Nee, leider nicht. Aber die war ganz toll, du bist ganz toll. Ja, glaube ich. Gerd, um was geht's? Also ich habe eigentlich kein Problem, meine Frau hat eigentlich mehr ein Problem. Ja? Du lieben gern, wenn ich in einem Bett und mit dir schlafen will, ins Bett pinkeln. Du? Und ja, ich stehe da drauf. Du stehst aber, glaube ich, auch auf der Straße gerade, oder? Ich stehe auf der Straße. Ich höre so ein Gehupe im Hintergrund, ja. Ja. Du pinkelst gerne ins Bett? Ja, leider. Wenn du Sex mit deiner Frau hast oder so zwischendurch ja, auch mal. Was anderes tört mich gar nicht mehr an. Ja. Also ich krieg wirklich erst einen Steifen, wenn ich vorher ins Bett gepinkelt habe und meine Frau steht da halt nicht mehr drauf. Wie lange bist du verheiratet? Oh, 15 Jahre schon. 15 Jahre? Ja. War das immer schon so oder hast du das in der letzten Zeit entdeckt? Das ist erst in der letzten Zeit gekommen. Wie kommt das? Wie hast du es entdeckt? Durch Zufall. Wie? Was für ein Zufall? Im Sommer durch die Stadt gefahren und Frauen gesehen und einfach dadurch so erregt gewesen. Und dann habe ich halt ins Garderole gepinkelt. So. Also, was anderes erregt mich halt nicht mehr. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wie hat denn deine Frau beim ersten Mal oder in den Anfängen reagiert, als du das gemacht hast auch? Nicht so gut. Die war nicht begeistert davon. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie nicht drauf steht, dass sie gar keinen Bock mehr hatte, mit dir zu schlafen, oder? Weniger. Also ich tue es momentan heimlich ausleben, so dass es nicht merkt. Wie geht das? Indem ich mir Pornos angucke oder so. Alleine durch die Stadt fahre. Mhm. Gab es da schon richtig ernsthafte Auseinandersetzungen zwischen euch beiden? Ja, wir waren sogar schon in der Eheberatung. Deshalb? Ja. Was kam dabei rum? Da kam also nur Scheiße bei rum. Der Eheberater, der wollte mich zum Arzt schicken. Mhm. Und das bringt ja eh nichts, weil ich eh schon zu untersuchen regelmäßig bin, schon beruflich wegen. Ja. Und da ist alles gesund. Achso, der wollte dich zum Urologen schicken, oder was? Ja, der wollte mich zum Urologen schicken, richtig. Hat der dann nicht kapiert, dass das was Sexuelles bei dir ist, dass sich das einfach anmacht? Kam er nicht mit klar. Ja, dann warst du aber beim seltsamen Eheberater. Ja, ich weiß nicht. Hast du denn den Eindruck, dass die Ehe ernsthaft eventuell gefährdet sein könnte, deshalb? Im Moment noch nicht. Ich weiß nicht, wie meine Frau darüber denkt. Ich kann ja nicht in meine Frau jetzt reingucken. Mhm. Ich weiß, dass sie es nicht mag, aber ob jetzt die Ehe gefährdet ist oder nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Habt ihr Kinder? Ja, zwei. Zwei Kinder. In welchem Alter ungefähr? Oh, die sind schon älter. Eine 16 und eine 13. Ach so. Na gut, aber immer noch zu Hause, ne? Immer noch zu Hause. Schlaft ihr dann überhaupt dann noch miteinander? Oder ist das alles mittlerweile so verspannt, dass sie denkt, der will pinkeln und du denkst, sie will es nicht? Seltener. Mhm. Kommt also äußerst selten vor. Mhm. Das ist natürlich ein Problem, was eigentlich gar nicht zu lösen ist. Ne? Da ist eine Person, die steht drauf und die andere Person findet es eklig und die muss hinterher auch noch die Bettwäsche waschen. Ne? Ja, wir haben sogar schon Latex-Bettwäsche reingelegt. Ja, ja. Aber das Problem ist, ich komme wirklich nur auf Touren, wenn ich vorher pinkle. Mhm. Das ist mein Problem. Mhm. So, du kannst es deiner Frau ja nun nicht aufzwängen. Wenn die keine Lust drauf hat, hat sie keine Lust drauf. Ja, richtig. Ne? Kann man nichts machen. Jetzt ist die Frage, ob du das nicht für dich irgendwie arrangieren kannst, dass du in der Sexualität mit deiner Frau darauf verzichtest und dass du es eben in deiner, wenn du onanierst oder weiß ich was, dass du es da auslebst. Versuche ich ja schon. Ja, also ich hab auch schon Prostituierte aufgesucht und da dürfte meine Frau nichts von erfahren. Nee, das muss dann auch nicht sein. Dann reitest du dich ja auch noch immer mehr rein in, dann bist du untreu, dann lügst du und das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Weißt denn deine Frau, dass du dir ab und zu dann schon mal so ein Filmchen reinpfeifst und... Nehme ich mal an, dass es weiß. Ja, das kann man dir auch erzählen. Das ist ja auch vielleicht gar nicht so schlimm dann. Ja. Ich finde, ganz klare Ansage, dass du da Rücksicht nehmen musst auf deine Partnerin. Ich versuch's ja. Ja, und wenn du musst aber auch nicht zum Urologen gehen. Ich habe schon verstanden, dass es da um Sexualität geht, dass es sich einfach scharf macht. Wenn dir an der Ehe gelegen ist, ist dir an der Ehe gelegen? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Da muss man Konzessionen machen, da muss man auch auf Dinge verzichten. Da musst du halt in deinem Ehesex darauf verzichten, wenn dir die Frau wert ist und dir die Gemeinschaft auch wert ist.
dann lebe es am Rande aus, so wie du es ja eigentlich jetzt auch schon tust. Finde ich, das ist der eleganteste Weg. Ja. Mehr wüsste ich gar nicht zu sagen, Gerd. Wirklich. Werde ich versuchen. Ja. Und gefährde nicht die Ehe, wenn es eine gute Partnerschaft ist. Nein, will ich ja auch nicht. Ja. So, jetzt wünsche ich gute Fahrt. Bist du LKW-Fahrer oder was? Warum bist du unterwegs? Ja, LKW-Fahrer. LKW-Fahrer. Gut, dann wünsche ich gute Fahrt weiterhin, Gerd. Gut, danke. Tschüss. Thomas, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Thomas. Ich grüße dich. Ja. Bevor ich jetzt zum Thema komme, wollte ich gerne mal kurz loswerden, dass ich schon seit ganz langer Zeit versuche, dich mal zu erreichen. Ist es wahr? Und jetzt zwei fast Tage? Schon ein Jahr lang. Ich hatte schon aufgegeben. Und heute Abend klappt es also jetzt mal. Und ich wollte jedem Mut machen, der auch versucht, mit jemandem zu sprechen. Ja, das ist ja nett von dir. Und ich sag's nochmal, mit dem Mail, das ist immer eine pfiffige Möglichkeit, schneller an uns ranzukommen. Habe ich gemacht. Siehst du? Mhm. Aber da ist nichts passiert. Ach so. Nö, also ich habe wirklich viele Wege gesucht, um mit jemandem zu sprechen. Und jetzt hat es ja geklappt. Na gut. Um was geht's denn? Thomas, ich bin also 42 Jahre und seit fast 20 Jahren, ja, möchte ich mal von mir behaupten, bin ich nicht in der Lage, Beziehungen aufrechtzuerhalten auf Dauer. Das heißt im Prinzip immer, wenn du... Immer, wenn ich eine Frau kennenlerne. Seit 20 Jahren, das heißt, die letzte Beziehung hast du mit Anfang 20 gehabt, oder? Nee, so ist es nicht. Also ich habe schon, seitdem ich 20 bin, halt Beziehungen. Ja. Also seit was von 22 Jahren. Ich war auch zwischendurch verheiratet jetzt mal 6 Jahre lang. Ach so. Ja, aber immer dann, wenn ich eine Frau kennenlerne, ist die zwar am Anfang interessant für mich. Es kommt auch vor, dass ich mich verliebe. Mhm. Aber nach einer kurzen Zeit verliere ich den Reiz an der Frau. Mhm. Und wie war das denn mit der 6-jährigen Ehe? Da war das im Prinzip fast gleich. Nur da war es damals so, ich wurde also ungewollt Vater. Ja. Und dann kam ich im Prinzip aus dieser Beziehung ja auch nicht mehr raus. Und dann, ach so, dann war das so eine Zwangs... Dann war so eine Art Zwangsehe. Mhm. Das Kind liebe ich über alles. Mhm. Mittlerweile ist das Kind 15 Jahre alt. Und ja. Da kann ich auch eine wirkliche intensive Liebe zu entwickeln. Mhm. Aber ich schaffe das nicht zu einer Frau. Und wie lange dauert das denn in der Regel, dass du das Interesse verlierst? Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal verliere ich die schon nach 3 Monaten und nach 2 Monaten. Und ich glaube, je älter ich geworden bin, desto kürzer waren die Phasen. Was bedeutet, ich verliere das Interesse an der Frau? Heißt das, dass du sexuell keine Lust auf sie hast? Oder heißt das, dass du auch auf den Mensch keinen Bock mehr hast? Ich glaube, mehr auf den Mensch. Das Sexuelle kann ich schon gewissermaßen auch darüber hinaus fortsetzen. Mhm. Aber das Schlimme ist, dass ich also im Prinzip dann das Interesse verliere und währenddessen schon wieder Gedanken entwickle, welche andere Frau für mich interessant sein könnte. Und es geht nicht in erster Linie um Sex. Normalerweise hört man das immer, was du gerade sagst, bezogen auf Sexualität, dass die Leute dann schnell wieder was Neues haben möchten. Ich denke mir, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Ich sage, ich bin ja auch kein Chorknabe. Mhm. Und ich kann es dir auch dazu sagen, auch während meiner Ehe bin ich also immer wieder fremdgegangen. Ne? Was suchst du denn immer wieder Neues? Was ist denn so der Thrill, der dich interessiert? Ich denke, das Thrill ist sicherlich auch die äußere Erscheinung einer Frau. Also doch wieder das Äußere, Erotik, Sexualität. Ja, ich kann sicherlich nicht von Hand weisen, dass es eine Rolle spielt. Also nicht das, was einen Menschen eben auch ausmacht, wenn er ehrlich ist. Wir haben gerade das Wort loyal gebraucht. Genau, wenn er, genau. Da wäre, wenn du in diesem Sinne jemanden oder eine Frau schätzen würdest, weil sie ehrlich ist, weil sie ein toller Charakter ist, ja, klar. Da verliert man ja eben dann genau dann nicht das Interesse, wenn man merkt, das ist ein toller Typ, die Frau. Ja, aber scheinbar sind diese Werte, die einen Menschen ja auch ausmachen, also eine Frau ausmachen, sicherlich für eine Beziehung ungeheuer wichtig. Hm? Mhm. Ich erkenne die zwar auch, aber ich schätze sie halt nicht so. Hm? Wie ist das denn in Männerbeziehungen, wo der Faktor Sexualität ausgeschlossen ist? Hast du da längere Freundschaften? Funktioniert es da? Tja. Oder hast du gar keine Freunde oder keinen engen Freund? Ich habe nicht, ja, vielleicht einen. Mhm. Wie lange hast du den schon? Ja, schon 15 Jahre. Ja. Mit dem kann ich auch über diese Dinge reden. Ja. Aber im Grunde genommen versteht er mich nicht. Mhm. Ich glaube, im Grunde genommen versteht mich gar keiner. Mhm. Und ich vertraue eigentlich auch da keinem Menschen mich an. Ne? Mhm. Ich bin da auch schon mal Psychologen gewesen, aber ich muss wohl dazu sagen, ich habe mich mit denen auch nicht so anvertraut, weil ich mich eigentlich geschämt habe der Sache. Weil ich eigentlich nicht von mir wahrhaben wollte, dass ich so bin, wie ich bin. Ja. Wobei das natürlich dann absurd ist, zu einem Psychologen zu gehen, wenn man dem das Wichtigste nicht erzählt, ne, um was es geht. Ja, ich weiß. Aber du erzählst es hier ja ganz offen, frank und frei. Bitte?
Du erzählst es hier ja ganz offen und frei. Ja, zum einen, weil es natürlich anonym ist. Ja. Sag mal, du kennst mich nicht und ich habe auch keine Sorge, dass es irgendwie weitergetragen wird. Ja. Aber ich bin auch an einem Punkt angelangt, wo ich weiß, ich muss jetzt drüber reden. Mhm. Also, du bist jetzt in einem Alter, das war wieder 42. Ja. Da schleifen sich natürlich Verhaltensweisen enorm ein und die sind schon eingeschliffen. Das ist noch was anderes, als wenn jemand 22 ist, da kann man auch noch eher sich selbst verändern. Das ist einfacher. Mhm. Ich glaube, dass also ab Ende 20, Anfang 30 ist es sehr schwierig. Und es ist immer schwieriger, je älter man wird, sich selbst zu korrigieren. Ja. Wenn du aber jetzt, wenn du den Eindruck von dir hast, hier, dass da läuft was falsch mit mir, und ich bin auch unzufrieden darüber, dass ich mich letztendlich nie auf eine Partnerin einlassen kann. Ich weiß aber nicht genau, was da los ist. Bin ich nur immer wieder geil auf neue Brüste oder was ist es? Da würde ich dir wirklich dringlichst raten, dass du nochmal zu einem Psychologen gehst. Und das habe ich mittlerweile jetzt auch getan. Hast du getan? Das hat ein bisschen überschnitten jetzt, weil das Gespräch heute Abend mit dir ergab sich also eben jetzt seit gestern erst. Ja. Wurde ich auch wieder angerufen und gebeten, also mit dir nochmal Kontakt zu schließen. Mhm. Und ich bin also seit zwei Monaten jetzt in einer Therapie. Ach so. Und ich habe es also angefangen. Ne? Und hast du das Gefühl, das ist gut und da tut sich was? Und also zum ersten Mal habe ich jetzt die Sache wirklich jetzt aufs Papier gebracht. Und habe das also wirklich so erzählt, wie es ist. Und der Therapeutendoktor ist also da eigentlich erstmal, wie soll ich sagen, also er hat mir gesagt, er muss das erstmal sich alles durchdenken und ich habe ein drittes Gespräch jetzt, wo das auch dann irgendwo analysiert wird und so, dann finde ich, dass du auf dem besten Wege bist. Ja. Auf dem besten Wege, nämlich dir selbst auf die Schliche zu kommen. Ja, genau. Warum funktionierst du so, wie du funktionierst? Mhm. Das ist erstmal die erste Frage. Dann ist die zweite Frage, kann man oder kannst du dagegen noch etwas unternehmen? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ein Psychologe es schafft. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich auch. Denn das Ziel muss ja sein, dass du zufrieden bist, dass du zufrieden lebst. Genau. Und das geht dann letztendlich auch nur, dass du, indem du gegen dich ankämpfst, du musst wahrscheinlich neue Strategien mit deinem Psychologen entwickeln, wie du mit Frauen umgehst, wie du dich in Beziehungen gibst und so weiter. Da ist, das kann man nicht so ruckzuck als Ratschlag geben. Nee, genau, das ist eine lange Sache. Ja. Wahrscheinlich ist Seit wann hast du denn das Gefühl für dich, dass du unzufrieden in diesem Leben bist, so wie du es führst? Ich denke mir, seitdem ich meine erste Partnerin kennenlernte. So lange. Mhm. Und das Fatale ist, also ich habe damals auch Frauen über Kontaktanzeigen kennengelernt, also wirklich ehrliche Partnerschaften. Mhm. Und die meisten Frauen waren auch immer sehr verliebt in mich. Mhm. Aber ich habe diese Liebe eigentlich nie so wiedergeben können. Mhm. Und ich habe sogar teilweise während dieser Partnerschaften neue Partnerschaften über Kontaktinserate gesucht. Mhm. Ich gebe es ungern zu, aber es war halt so. Und ich denke mir, das ist nicht normal, ne? Ja. Nee, finde ich auch nicht. Finde ich auch nicht. Also, wie gesagt, ich finde, der Weg ist richtig, den du eingeschlagen hast. Und ich ermutige dich, da wirklich weiterzumachen. Und wenn du ein gutes Verhältnis zu dem Psychologen hast du, glaube ich, ne? So wie du es gerade beschrieben hast. Ich denke mir erstmal, ich bin gut aufgehoben. Leg dem alles auf den Tisch, du hast nichts zu verlieren. Ne? Genau. Und wenn es klappt, ist es gut, wenn es nicht klappt, war es ein Versuch. Aber immerhin unternimmst du was und das ist ja auch schon mal was. Ja, genau. Dann wünsche ich toi, toi, toi. Dankeschön. Thomas, alles Gute. Also, tschüss. Tschüss. Und die Stefanie. Und die Stefanie ist 17. Hallo. Hi. Hi. Stefanie. Ja. Und wir beide, was unterhalten wir uns? Ja, und zwar, ich habe da auch so ein Problem. Und zwar, ich bin jetzt in einer Beziehung, die fast jetzt ein halbes Jahr ist. Ja. Und aber ich habe irgendwie das Problem, wo ich auch vorher in Beziehung war, dass ich halt irgendwie immer wieder fremdgegangen bin. Auch? Ja. Ich sage jetzt auch bezogen auf den Thomas, der das ja gerade auch genauso erzählt hat. Genau, das habe ich mir gerade auch gedacht. Ich habe da auch verdammt zugehört und verstehe ihn auch irgendwie, weil ich habe genau das gleiche Problem irgendwie. Aber nicht, dass ich dann irgendwie sofort immer Schluss mache oder so, aber irgendwie halt, mich zieht es auch immer wieder zu den Neuen hin. Irgendwie. Also, du bist ein halbes Jahr jetzt mit deinem Freund zusammen? Circa fast. Circa. Ja. Verliebt? Ja, sehr. Sehr? Am meisten. Also. Sehr verliebt? Sehr, sehr. Du findest den Typ gut? Ja, noch mehr. Er gefällt dir auch gut. Ja, auf jeden Fall. Findest du ihn auch attraktiv, erotisch und ist ein hübscher Bengel? Ja. Ja. Und ihr habt Sex miteinander? Ja. Ja. Ist der Sex auch gut? Oh ja. Oh ja. Ja. So, wie viel Mal bist du jetzt in diesem halben Jahr schon fremdgegangen? Mit ihm jetzt noch kein Mal. Das klingt doch gut. Ja, aber es war schon öfter als einmal, wirklich ganz kurz davor. Es britzelt.
unter den Fingernägeln bei dir. Du würdest gerne. Genau. Warum würdest du gerne? Was geht da im Kopf ab? Nach was sehnst du dich, wenn du denkst, ich möchte es gerne mal wieder machen? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist einfach nur so ein Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Vielleicht so, als ob ich vielleicht nichts verpassen will oder so irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, dass ich einfach alles mitkriegen muss oder so. Und dann im Nachhinein dann, wenn ich mir überlege, wenn ich das jetzt machen würde und dann bei ihm und dann... Also kann man, wenn man 17 ist, kann man auch verstehen, dass es auch okay ist, dass man nichts verpassen will. Ist klar, kann ich verstehen. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch so Prioritäten im Leben setzen. Du bist ja eben noch so sehr jung, das heißt, du kannst super viele Sachen noch erleben, auch wenn du dich jetzt eine Weile auf deinen Freund einlässt. Mhm. Und wenn du dich ein paar Jahre auf ihn einlässt, ist immer noch so viel Zeit da, dass du 1000 Dinge erleben wirst können. Ich glaube, in deinem Fall jetzt hier, das ist anders als bei Thomas, der gerade dran war. Der ist ja auch viel älter gewesen. Ja? Das war eine andere Geschichte. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, dass du so eine Haltung entwickeln musst, dass du entscheiden musst. Verdammt nochmal, ich habe einen tollen Freund. Ich finde den geil. Ich liebe den. Ich finde den super. Da tue ich jetzt auch was für. Ich verkneife mir das. Man muss ja nicht jedem Gelüst nachgehen, das man so verspürt. Ja, ich probiere ja auch mein Bestes, aber da gibt es auch noch ein Problem. Er wohnt ca. 110 bis 150 Kilometer von mir weit weg und ich kenne ihn auch aus dem Internet und wir sehen uns auch immer nur am Wochenende. Mhm. Und also da mich dann auch noch irgendwie, das ist schon verdammt schwer. Aber ihr seht euch jedes Wochenende? So gut wie es geht, ja, so gut, wie's eigentlich geht, jedes. Ja. Ja, das war kompliziert, das ist mir klar. Aber ein toller Freund, eine gute Beziehung, ist es wert, dass man sich da dann auch in der Woche über zusammenreißt. Ja, auf jeden Fall, da versuche ich ja mein Bestes. Es ist aber nicht jetzt bei dir ein besonders starker sexueller Trieb, dass du es gar nicht mehr aushalten kannst. Doch, das auch ziemlich. Ich bin ziemlich, ja, wie soll ich das jetzt sagen, halt, wie sagt man das jetzt, sexuell, sag ich jetzt mal so. Aber du befriedigst dich auch selbst. Ja. Ja, das... Da musst du halt dann noch ein bisschen mehr dich selbst befriedigen, in der Zeit, wo dein Freund nicht da ist, um das Ganze in den Griff zu kriegen, damit der Trieb nicht zu stark wird. Ja. Nee, aber im Ernst. Also ich finde schon, dass man sich da auch ein bisschen zu zwingen muss. Wenn einem so eine Beziehung wert ist, wertvoll ist. Du hast das gerade mit so einer Euphorie gesagt. Ja, der ist toll. Ja, ich finde den super. Ja, im Bett ist es toll. Ja, auf jeden Fall. Er ist auch mein Ein und Alles und ich will ihn noch nicht verlieren. So, das ist ein Wort. Und dem musst du jetzt entgegenhalten, ein klares Nein, auch wenn dir manchmal danach ist, mit anderen Jungs irgendwie rumzumachen. Mhm. Wie würde er denn darauf reagieren, wenn er das wüsste, was da in dir vorgeht? Oh, das weiß ich. Also der ist extrem eifersüchtig. Mhm. Also verdammt, der klammert auch ziemlich. Und das ist ja auch ein weiteres Problem, was mich immer dann, also mehr dazu hinreißt oder so, dass ich mich halt losreiße in gewisser Art und Weise, weil... Der ist verdammt eifersüchtig und ziemlich klammerig. Wie alt ist er? Ach, also er wird jetzt 19. Er wird 19, ja. Ja, also besser gesagt morgen. Morgen? Ja. Und du bist nicht da? Nein. Du bist nicht bei ihm? Nein, ich kann nicht. Aber er kommt erst Freitag zu mir. Am Wochenende, da wird dann groß gefeiert. Kann man so und sagen, angeschossen. Ja. Also, Stefanie, klare Sache von meiner Seite aus, klares Statement, unterdrück das, was da noch irgendwie so hochbrodelt bei dir an erotischen Sehnsüchten. Konzentrier dich auf deine Beziehung, solange sie gut ist. Ja, das ist sie eigentlich schon. Und genieße, das ist ja auch eine, du sagst gerade, ich will nichts verpassen. Aber das ist ja auch etwas, was man nicht verpassen darf. Man darf ja nicht eine gute Beziehung verpassen. Und die Erfahrung, vielleicht auch ein Jahr oder zwei Jahre, weiß ich, richtig gut mit jemandem zusammenzuleben, das hat ja auch einen ganz hohen Wert. Vielleicht sogar noch mehr Wert, als mit 100 Jungs im Bett gelegen zu haben. Ja. Ne, so muss man es auch sehen. Ja, klar. Mhm. So, jetzt wünsche ich euch ein tolles Wochenende. Ja, danke. Stoßt toll an mit Champagner oder Sekt oder was weiß ich. Und macht es euch richtig, richtig schön gemütlich am Wochenende. Machen wir. Alles Liebe. Okay, tschüss. Gern. Und ich wollte noch sagen, deine Sendung ist echt Hammer. Also, Dankeschön. Ich guck sie immer an, immer. Danke, Stefanie. Freut mich, dass du es sagst. Kein tschüss. Kein Problem. Ciao. Regina, 66 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Regina. Um was geht's, Regina? Domian, mein Thema ist, ich habe vor 2 Jahren meinen Mann verloren. Mhm.
Und voriges Jahr, ich habe zwei Kinder, Sohn 42, Tochter 41, beziehungsweise 40, die wird erst 41. Und voriges Jahr im November haben wir die Diagnose gekriegt vom Sohn, dass er todsterbenskrank ist, Leberzirrhose im Endstadium, durch Blutkonserve. Durch Blutkonserve? Ja, er hatte mal mit seinem Freund einen sehr schweren Unfall mit dem Motorrad. Und da ist ein Auto reingefahren und da war die rechte Niere fast kaputt. Die wollten sie rausnehmen, dann hat man sie doch drin gelassen. Und dann hat er Blutkonserven gekriegt. Wir wussten das aber alles nicht so genau. Und das hat sich jetzt alles über die Jahre so hingezogen. Ja. Und jetzt kam es so richtig zum Ausbruch. Und wie gesagt, voriges Jahr haben wir dann die Diagnose gekriegt, Leberzirrhose im Endstadium. Und die ist ausgelöst durch die Blutkonserve? Durch die Blutkonserve. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, und da hat der Arzt halt uns knallhart ins Gesicht gesagt, Weihnachten wirst du noch erleben, aber Ostern wirst du nicht mehr erleben. Er lebt zwar noch, Gott sei Dank, durch Behandlung, aber die Ärzte können, also Medizin, Ärzte können nichts mehr machen, oder Schulmedizin, da ist nichts mehr zu machen, keine Tabletten, gar nichts. Ist er im Krankenhaus? Nein. Krankenhaus ist auch sinnlos, also man könnte ihm schulmedizinisch nicht helfen. Hat er Schmerzen? Nein, gar nicht. Gar nicht. Weder Schmerzen, noch sonst irgendwie. Er ist halt nur matt. Ist er verheiratet? Nein. Er ist nicht verheiratet. Lebt er bei dir noch oder lebt ihr zusammen? Er hat zwar seine eigene Wohnung, aber wir sind überwiegend beisammen und ich komme einfach nicht an ihn heran. Und jetzt habe ich durch eine gute Bekannte erfahren, dass in Amerika eine Professorin wäre, die allerdings schon in Rente, also sozusagen Pension ist. Ja. Und die hat sich mit ihr unterhalten und die meinte, dass sie ihm also zu 99% helfen könnte, dass er also wieder so weit gesund werden würde, dass er doch noch ein paar Jahre leben könnte. Allerdings muss ich das halt alles selbst bezahlen. Und jetzt ist die Frage, soll man es machen, soll man es nicht? Also jetzt muss ich erstmal die erste Frage stellen, was mich ein bisschen skeptisch macht. Das kann diese Frau, das ist eine Medizinerin, diese Psychologin, die Professorin. Ja. Das kann sie übers Telefon, kann sie das so sagen, dass sie fähig ist? Ja, die Bekannte von mir, die also hier wohnt, die kennt ja den ganzen Fall. Da habe ich alles erzählt, die kennt die ganze Diagnose und alles. Ja. Und die hat sich dann mit ihr, das ist wiederum eine Bekannte zu ihr, und die hat sich halt mit der unterhalten. Dennoch wundert es mich, dass das alles über das Telefon möglich ist, so eine Aussage zu machen, die ja gravierend ist. Die war im März, war die hier zu Besuch. Ach so, und die hat deinen Sohn die auch... Die war im März hier zu Besuch, genau. Und die hat ihn auch untersucht? Die hat ihn untersucht. Ach so. Genau. Mhm. Aber wie gesagt, da müsste er ständig rüberfliegen nach Amerika und das ist halt finanziell unmöglich machbar. Darf ich noch fragen, soweit du das überhaupt erklären kannst, was sie nun kolossal anderes machen will als die Mediziner hier? Ja, die tut also nicht schulmedizinisch behandeln, also nicht nur, sondern auch so Art durch Hämopathie. Ah ja. Die hat also schon Krebskranke geheilt und. Wie teuer wäre der ganze Vorgang? Oh Gott, Domian, da möchte ich gar nicht drüber sprechen. Aber es geht um die Zigtausende von Euro. Das heißt, habt ihr das Geld? Nein. Habt ihr nicht. Das ist es ja. Wie gesagt, vor zwei Jahren ist mein Mann verstorben. Mhm. Und da hat mich auch noch mit einigem hinterlassen, wo ich jetzt auch noch abtragen muss. Und es gibt keine Möglichkeit, dass die Frau gewisse Dinge vielleicht hier in Deutschland veranlasst, dass jemand anders dann mit der Therapie deinen Sohn behandeln kann? Sie meinte, was sie dann machen würde, das ist eine ganz bestimmte Therapie. Soweit habe ich mich dann halt auch nicht erkundigt, ja. Wo soll ich herhin? Wo soll ich mich dahin wenden? Und ich komme gegen ihn einfach nicht an. Ich möchte gerne mich mit ihm unterhalten, aber er blockt immer ab. Domian, ich bin fix und fertig. Ja. Ich möchte ihm gerne helfen, ich weiß aber nicht wie. Also, es sind da zwei ganz dicke Probleme. Einmal, dass du nicht an den Sohn rankommst und einmal diese Frage, sollen wir das irgendwie vielleicht doch noch... Was sagt er denn dazu? Würde er das wollen? Ja, er möchte es. Er möchte es. Er sagt, Mutti,
was soll man denn machen? Das ist das Einzige, was er noch sagt. Ich möchte leben. Ich möchte leben. Ich möchte noch nicht sterben. Regina, aber jetzt soll man's machen. Jetzt geht die Sendung hier zu Ende. Ja. Das heißt, wir beide müssen uns jetzt verabschieden. Du legst auf, aber wir rufen dich gleich sofort wieder an und beraten das weiter. Alles klar. Okay, ja. Bis gleich. Danke. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute bei uns hier in der Technik Gundel Blendin. Wir sind morgen wieder da, nur im Radio morgen, 1 Uhr Radio 1 live. Schöne Nacht, gute Nacht. Ciao.